Was geht, meine Aussie-Fighter, Hoser hier, und heute sprechen wir über das überraschenderweise neu oder erst kürzlich angekündigte Spiel Captain Tsubasa Rise of New Champions. Die Boys und unter anderem ich hatten kürzlich auch erst die Chance, das Spiel vorab antesten zu dürfen. Shoutout an Banda hier an der Stelle und vielen lieben Dank dafür. Das Spiel erscheint 2020 für PS4, PC und für die Switch. Ich habe dabei eine lange Zeit mit meinem Boy Maru Toxi gespielt. Er ist auch am Start. Maru, alle, wie geht's Ihnen? Was geht, Leute? Freut mich, am Start zu sein. Alles gut bei euch? Genau, Freunde. Und wir hatten eben die Chance, das Spiel vorab wirklich frühzeitig, eine Woche nach dem Trailer zu spielen. Direkt, nicht mal ein paar Tage danach sofort. Ja, und deswegen müssen wir auf jeden Fall eins klarstellen. Es war ein sehr frühzeitiger Bild. Auch die ganzen Gameplays, die ihr gesehen habt, sehr frühzeitig. Das heißt, das ist noch lange nicht das fertige Spiel. Also es war wirklich erstmal nur ein Antesten. Darüber sprechen wir heute auch, über unsere Eindrücke. Zuallererst, Maru, hattest du vor dem Spiel zum Anime Captain Tsubasa irgendeinen Bezug? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, fast gefühlt jeder, der wahrscheinlich auch das Video anschauen wird, hat mit Captain Tsubasa oder mit den Superkickers was anfangen können. War halt einfach gefühlt zur Kindheit. Damals RTL-2-Zeiten, ja. Ist man immer kicken gegangen mit Freunden. Hat sich das angeschaut, deshalb, ich war positiv überrascht, also ich habe absolut nicht gerechnet, dass noch zu Tsubasa ein Spiel kommen wird. Ja, es war, glaube ich, bei der ganzen Community so, also keiner hatte damit erwartet. Ja, auch die Frage an euch, krass, Frage an euch, Freunde, euren Bezug könnt ihr gerne mal in die Kommentare droppen. Bei mir war es so, es lief bei mir tatsächlich nebenbei halt im Fernseher, wenn es mal lief. Ich habe zu der Zeit noch nicht gespielt, also Fußball gespielt, sage ich mal, war noch kein Kicker. Aber meine Jungs, wir waren dementsprechend auch auf dem Bolzplatz und die haben uns alle halt abgefeiert und es an mir abgeschweift. So, einer hat sein Ärmel hochgekrempelt, war dann Hyuga dementsprechend. Unser Torhüter, die Legende, war Wakabayashi, ist da übertrieben geil. Weil ich habe das schon gefühlt so, und nach all den Jahren dann quasi so zu sehen, dazu kommt ein Spiel und dann auch noch so ein Fußball-Anime-Spiel. Und da kommen wir auch so gesehen zum zweiten Punkt. Nachdem du den Trailer gesehen hast, was waren deine Erwartungen? Ich war übelst gehypt, also ich war positiv überrascht. Es sah krass aus, gerade mit diesen Animationen beim Schuss und so. Aber man hatte ja nicht wirklich Gameplay gesehen im Trailer, sondern nur so Cutscene technisch. Genau. Dementsprechend war ich unbedingt drauf gespannt, wie das umgesetzt wird. Und wir hatten ja dann sozusagen die Möglichkeit, das als allererste zu testen, zu sehen. Und das hat mich dann schon geflasht so. Aber ich finde, im Großen und Ganzen, da werden wir, glaube ich, auch nochmal später drauf eingehen, bin ich auf jeden Fall positiv überrascht von, weil ich bin neutral, ohne allzu große Erwartungen rein. Ja, genau. Und bin aber unterm Strich auf jeden Fall positiv da sozusagen von überzeugt. Same, also als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir erstmal, okay, das wird sicherlich kein FIFA, so à la FIFA, so Real Fußball Simulator, ganz sicher nicht. Was ich mir aber erhofft habe, da bin ich ehrlich zu dir, ich wollte, dass es einen Touch von Mario Strike Football hat. Ja, das hast du gesagt. Mario Strike Football. GameCube, das war so ein nice Spiel. Ja, ja, für die GameCube oder für die Wii. Das war ja kein Fußballspiel, das war eine Eskalation. Das war richtig geil mit dem Tag, mit den Superangriffen. Und ich muss tatsächlich sagen, meiner Meinung nach, nachdem wir das ein bisschen spielen konnten, hat das einen Touch. Und da war ich auf jeden Fall. Einen Touch davon, da war ich auf jeden Fall froh darüber. Es ist halt vorweg, das können wir auch schon sagen, es wird jetzt kein Konkurrenzspiel zu FIFA oder PS, also es wird auch kein richtiger krasser Fußballsimulator, sondern es ist halt wirklich dafür gedacht, dass man halt sich da hinhockt und dann einfach ein bisschen Fußball drauf loszockt, wie im Anime früher. Und man fühlt es und man hat einfach mega viel Spaß dabei. Also, auch wenn ich zum Beispiel jetzt das eine oder andere Spiel verloren habe, wir hatten unterm Strich übelst viel Spaß. Ja, man fühlt es tatsächlich. Vor allem die Superschüsse und so, dass dann Topspin, als ich dann Topspin gefeuert habe, aufs Mittelfeld oder keine Ahnung, ein Tigerschuss war schon richtig geil. Aber kommen wir jetzt mal zum Gameplay. Wie gesagt, Freunde, gameplay-technisch ein sehr, sehr früher Bild. Das ist noch quasi mehr oder weniger entwickelt. Ja, da wird noch einiges gemacht. Ganz kurz noch ein Thema dazu, zum Beispiel, falls ihr es gemerkt habt. Wir sind da schon im Gameplay schon ziemlich krass aufeinander draufgegangen, was so Fouls und sowas angeht. Also was Tackling angeht, aber es gab zum Beispiel bei unserer Version noch gar keine Fouls. Also nicht wundern, falls wir hier einen komplett umgrätschen. Ich nenne da nur mal diesen großen Verteidiger von Tsubasas Mannschaft. Alter, der war so brutal. Der hat einfach jeden umgeholzt. Ja, also, es wird halt, also was wir testen durften, war wirklich so die Grundlagen. So sagt es, rennen, laufen, passen, schießen, so mehr oder weniger war auch nicht am Start. Aber dafür hat es schon Spaßfaktor. Also wir waren ja nicht alleine, wir waren zu 12, schaut an die ganzen Jungs. Und die haben alle wirklich zu Base abgefeiert. Also sofort so 1 gegen 1 hat man gespielt, gegeneinander, Maru gegen mich, wie gesagt, die ganze Zeit. Und das hat sich schon gebockt. Am Anfang war es so, okay, wir testen uns rein. Und dann war es schon, nein, ich schieße jetzt mehr Tore, ich gewinne und sowas. Weißt du, was ich meine? Da hat man sich schon schnell reingesteigert tatsächlich. Und ja, wegen dem Gameplay jetzt
Was sagst du zum Gameplay? Was war so dein erster Eindruck jetzt mit dem? Also, du weißt ja, erste Runde, wo wir direkt angefangen haben, ich musste mich am Anfang noch so ein bisschen zurechtfinden. Ich bin direkt an die FIFA-Steuerung dran gegangen. Ja, Du same, wahrscheinlich auch, oder? ich auch, Und ja. damit ist man eigentlich echt gut klargekommen. Mit X Ja, kannst du tatsächlich. passen. Wo ich mir ein bisschen am Anfang schwer getan habe, ich weiß nicht, das ist bei jedem anders. Bei FIFA kann man ja gerade mit Viereck schießen oder flanken. Und ich war immer gewohnt, mit Viereck zu Ja, flanken er oder ist je nachdem, zu hohen welche Pass zu Einstellung du spielen, spielst. genau. Um mit Kreis zu schießen. Hier ist es bei Tsubasa anders. Hier tut ihr sozusagen mit Viereck schießen. Ja. Und ihr könnt auch Viereck gedrückt halten, um euren Schuss sozusagen aufzuladen. Und mit Kreis tut ihr dann sozusagen die großen oder hohen Flanken spielen. Hohe Pässe. Ja. Und ansonsten mit Dreieck, diesen Pass, der Pass in den Lauf und so, da ist man eigentlich echt gut mit klargekommen. Das Ja. Spieler wechseln, sprinten und sowas, auch mit den Hintertasten. Steuerung technisch kommt man da mega schnell rein, würde ich Ja, sagen. aber es ist sicherlich auch alles einstellbar in der Zukunft, denke ich mal. Aber Ja, so wahrscheinlich auch. der Unterschied zwischen FIFA war halt so legit. Da war nicht der Fokus so drauf gelegt, dass man jetzt so clean spielt oder halt real, sage ich mal, Fußballsimulator. Sondern diese, Ta also man musste gut, die Tackles muss man timen. Oder mit R2 war das, ne? Wenn du verteidigst, musst du quasi Ja, mit genau, im R2 richtigen verteidigen im Moment. richtigen Moment. Und wenn du in der Offensive bist, kannst du dann mit R2 quasi einen Trick machen. Also den Gegner umgehen oder was weiß ich. Oder halt dann diesen Zweikampf gewinnen. Freunde, zu Ja, den. Timing ist auf jeden Fall eine wichtige Sache Ja, dazu. jetzt mal so also Grundlagen gesehen. Fußball, okay, was braucht man da passen? Wie fandest du das Passen auf X? Ich fand, das Passen war echt gut gemacht, aber manchmal, also Dreieck finde ich in Laufpassen war ein bisschen schwierig, weil der hat sich zum Beispiel manchmal, hast du wahrscheinlich auch gesehen, Ja. wo sich den Ball sozusagen sich selber so ein bisschen nach vorne gespielt hat. Ja, Das genau. war's. Richtig, Weißt du, was ich richtig. meine? Das hätte man ein bisschen besser machen können oder könnte man da noch ein bisschen besser machen. Das Schießen an sich zum Beispiel, das fand ich ziemlich stark. Also, ich weiß nicht, wie du es fandest, das Schießen war, Die Sache wenn mit du dem aufgeladen Schieß. hast, dann du kamst immer durch. Also es war übel schwer, zum Beispiel den Gegner daran zu hindern, seinen Schuss abzuziehen. Wir haben es, glaube ich, einmal hingekriegt, dann gab es sozusagen diese Animation, wo wir sozusagen aufeinander geprallt sind in der Luft. Ja. Und das war, ist auch schwer hinzukriegen, aber muss man halt alles timen auf jeden Fall. Aber die Sache mit dem Schießen ist jetzt folgendermaßen. Mit einem normalen Schuss hast du keine Chance. Also, wenn du nur Ja. schießen, Freunde, wie schießt man? Viereck, wie gesagt. Du kannst Viereck drücken, dann kommt ein normaler Schuss. Oder du lässt Viereck gedrückt, dann gibt es einen Balken und über diesen Balken, ja, mein Spiel auch einen kleinen Balken. Wenn du diesen kleinen Balken füllst, hast du so gesehen deinen Superschuss. Und nur mit diesem Superschuss kannst du auch tatsächlich Tore schießen. Also einen normalen Schuss kannst du vergessen. Wir haben es versucht, es geht nicht. Es ist quasi unmöglich. Ich weiß nicht, ob das in der Zukunft geändert wird oder nicht. Ja. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass man auch irgendwo ab einem gewissen Zeitpunkt mit normalen Schüssen einen reindonnern kann. Wenn Das Ding ist, der ich denke, Torwart das keine ist schon. Stamina hat zum Beispiel. Weißt du, was Ja, ich meine? genau. Aber außerhalb davon geht es halt legit nur mit den Superschüssen. Und es ist jetzt nicht nur so, also wir konnten quasi jetzt zu Base gegen Hyuga spielen, aber im Team waren die beiden nicht nur die einzigen, die so einen Superschuss hatten. Im Team ist es so. Die Charaktere sind nach dem Anime gerichtet, also ihre Spezialitäten. Beispielsweise Hyuga, Tsubasa, Logo haben einen guten Schuss, sag ich mal. Dann gibt es aber auch einen, der kann brutal flanken. Also da kannst du dann, statt deinen Schuss aufzuladen, über diesen Balken hinaus, deine Flanke aufladen. Das sah auch übertrieben witzig aus, fand ich. Oder hatte was Geiles, sag ich mal. Und dann gibt es auch noch so ein Trio im Team, was untereinander gut passt und so fort. Oder diesen großen Verteidiger, der auch Sachen blocken kann und so fort. Also die Charaktere haben schon auch ihre Spezialitäten aus dem Anime übernommen, sag ich mal. Und Genau, da gibt es zum Beispiel das einer, der spürst du. ist Spielemacher, Ja, der ist zum genau. Beispiel richtig gut im Dribbling. Also jeder Charakter hat sozusagen seine eigenen speziellen Fähigkeiten, die man dann sozusagen zum Vorschein bringen kann. Zum Beispiel auch Ja. der Torwart. Ich muss sagen, der eine Torwart in der Mannschaft, der war richtig gut. Der hat eigentlich gefühlt alles abgefangen, selbst mit Low Stamina. Also wichtig ist halt auch zu erwähnen, jeder Spieler hat halt so eine gewisse Art Stamina. Und wenn die verbraucht ist, dann kannst du auch nicht mehr krass aufs Tor schießen. Oder dann, wenn ein Torwart keine Stamina hat, dann geht fast jeder Ball sozusagen rein, der Ja. dann von einem Superschuss oder sowas gemacht wird. Was sagst du zum Spielfluss? Ich habe zum Beispiel einen Kommentar offen, die Animationen sind geil, aber ich finde das Gameplay doch etwas langsam, muss ich Ja, sagen. das haben viele gesagt, das habe ich auch gelesen. Ich persönlich finde, es geht. Also man kann es auf jeden Fall schneller machen, aber ich würde sagen, es liegt auch teilweise an den Leuten selber. Wir haben das ja jetzt auch als allererstes gespielt. Wenn man da ein bisschen drin ist, denke ich, Ja. gerade auch, es gibt ja auch das mit den Taktiken, wo sozusagen dann die Ja, Mannschaft auch richtig. mit nach Auf vorne rückt Steuerkreuz, oder ja. mit nach hinten geht, genau. Wenn man das da noch ein bisschen besser einbindet, wenn man da noch mal ein bisschen mehr drin ist, denke ich, wird das Ganze auch flüssiger, weil du hast auch gesehen, direkt am Anfang, bei dem einen Anschluss, wenn man da wirklich mit X die ganze Zeit durchpasst, dann Ja. wirkt es ja auch ziemlich schnell. Ja. Aber wir haben jetzt zum Beispiel am Anfang auch versucht, erstmal so alleine ein bisschen weiter nach vorne zu laufen und sowas. Man muss halt den Ball immer in Bewegung lassen, dann Ja. passt sich das, denke ich, dem Spielfluss auf jeden Fall an. Aber ich kann die Leute verstehen,
die das gesagt haben, dass das halt ein bisschen. Ich verstehe das total, weil mir ist auch aufgefallen. Es kam mir am Anfang auch ziemlich langsam vor. Ich habe gesagt, ey, die Spieler, wir sind so langsam. Aber also ich hoffe, es wird noch flüssiger. Ich will es jetzt, wie gesagt, also nicht in Relation zu FIFA setzen, aber man kennt halt FIFA, sag ich mal. Und das Spiel, wie, also von der Geschwindigkeit her, die Spieler, wie sie sich bewegen. Ich hoffe, da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen Smoothness rein, dass es einfach flüssiger ist. Weil ich kann das auf jeden Fall verstehen. Das war auch ein bisschen komisch am Anfang tatsächlich. Da geht schon noch ein bisschen mehr und ich hoffe, da kommt auch mehr in der Hinsicht, sag ich mal. Sex Gameplay. Zu den Charakteren an sich, fandest du eigentlich zum Beispiel jetzt Hyuga oder Tsubasa zu OP im Vergleich zu den anderen? Glaubst du, also wie fandest du das Balancing? Boah, ist schwierig zu sagen, weil. Also wir konnten ja nur die beiden Teams spielen und das Team von Tsubasa hat halt mehr Charaktere mit Spezialitäten als das von Hyuga. Aber es war jetzt nicht so, dass ich trotz dessen gar keine Chance hatte. Wir haben ja gewechselt. Einmal habe ich Tsubasa gespielt, einmal du. Also das Team. Wir reden jetzt nicht nur über den Charakter, man lenkt logisch das ganze Team. Ich Ja. fand's, also, man, du hast schon einen kleinen Unterschied gemerkt, aber es hat jetzt nicht den großen Unterschied gemacht, dass ich dann übertrieben Schwierigkeiten hatte mit dem einen Team. Aber in Zukunft werden ja sich mehr Charaktere kommen, sicherlich mehrere Individualspieler, die Spezialitäten haben, sag ich mal, und dann soll es auf jeden Fall besser sein. Also, es macht was aus, tatsächlich. Aber ich meine, du Ich hast fand auch, halt, zum Beispiel das eine ne. Thema Tsubasa, du hast halt Hyuga so als Konter, weißt du, was ich Ja, meine? ich wollte Deswegen, sagen, also ich ja, finde geht halt, das gerade schon. wenn ich das Team hatte mit Hyuga, ich fand, wenn du mit Hyuga, also ich habe immer am liebsten mit Hyuga geschossen, weil da hast du gefühlt mit dem Tigerschuss, also war echt meistens, wenn, gerade wenn der Torwart low Stamina hatte, war es ein Tor. Ja. Also Hyuga war schon krass stark, finde ich, Auf im jeden Fall. Vergleich zu den anderen Stürmern. Aber ich denke, das werden die noch hinkriegen. Naja, auf jeden Fall. Auch zwei wichtige Sachen hier zu nennen. Der Rasen, der ist tatsächlich nicht so grün, wie es auf dem Gameplay war. Also wenn ihr euch mal zum Beispiel die IGN-Gameplays oder so anschaut, das ist schon normal. Also es war jetzt nicht so. Das lag oft an der Aufnahme, sage ich mal, bei uns einfach. Und die andere Sache ist, hier noch ein Kommentar, ist echt cool, aber bessere Ballannahmen-Animationen und bessere Kamera sind echt nötig. Zu der Kamera wurde uns auch ausdrücklich gesagt, das ist noch zu nah, also es wird auch noch geändert. Kamera wird auf Ja, jeden Fall ja. auch noch angepasst, sag ich mal. Genau. Und was konnten wir noch machen? Einwurf war drin, ne? Ja, Einwurf war, Einwurf, no, dann Eckball Einwurf ganz auch. normal. Eckball, Abseits war auch drin. Abseits haben Abseits wir war auch, sogar jetzt richtig. schon drin. Von Eckball würde ich mir tatsächlich wünschen, ah, ja, eben, zum Beispiel, dass aus dem Eckball ein Tor kommt. Wie willst du das machen? Willst du deinen Schuss Ja, schon das ist aufladen schwer, das können? ist Geht schwer. ja nicht, deswegen würde ich das. Ah, nee, man kann ja, das sollte man aber nicht triggern, man kann auch Fallrückzieher triggern. Und ich Ja, denke, aber aus das dem ist echt schwer Eckball, gewesen, das. ja, ich denke, aus dem Eckball kann es aber dann quasi dazu kommen. Also so aus dem normalen Spielfluss, das fehlt mir dann schon noch so als Ex-Kicker, sag ich mal. Da würde ich dann auch schon einfach gerne so einfach einen Ball reinhauen können, auch ohne eben Superschuss, sag ich mal. Weil die Sache ist auch die Torhüter haben auch ein Stamina. Je mehr Stamina hat, desto tougher ist es, sag ich mal. Ist nicht unbedingt immer so, aber je niedriger, desto eher kann er mal reingehen durch den Superschuss. Und ich würde mir halt wünschen, wenn er zum Beispiel K.O. ist von der Stamina, der Torhüter vom Gegner, dann, dass ein normaler Schuss dann auch mal reingeht, wenn du ihn clean ausspielst, sag ich mal. Ja, das war auch lustig, weil du hast ja mal in einer Szene den Torwart übel weit rausgeholt, gell? Ja, mit Dreieck gedrückt halten kannst du Ja, genau. rausholen. Weil da, als ich dann da mit Hyuga geschossen habe, da hatte der Torwart gar keine Chance, irgendwas zu machen. Da war Ball direkt drin. Jedenfalls. Ansonsten noch zum Abschluss eine allgemeine Frage auch an dich jetzt so. Fandest du, es wurde mit der Zeit langweilig? Nee, nein, Mann, also es wird sogar noch Ja, geiler. Die Sache ist fand die, ich wir haben auch. ja übertrieben lang das Spiel gespielt. Ja, wir Ja, konnten auch andere Spiele haben wir spielen, sogar am aber wir meisten saßen gefühlt, sogar ich. übertrieben lang an dem Spiel. Und ich habe mal zu Mauro gesagt, ey Mauro, ich kann nicht mehr, ich habe Kopfschmerzen. Wir waren zu lange an diesem Monitor. Ich gebe mal eine Runde ab. Aber ich habe freiwillig abgegeben zuvor. Nein! Bam, die ganze Zeit gespielt so. Also, ich denke schon, dass es spaßig sein wird, wenn das finale Produkt so wird, wie es mir vorstelle, sage ich mal. Dass man es einfach clean runterspielen kann, so ohne Probleme gegeneinander. Dann hat das sicherlich einen Spaßfaktor, weil. Sorry, dass ich den Vergleich oft bringe, aber Strike Football, diesen Touch zu Strike Football hat es und Strike Football war brutal damals einfach, weißt du, was ich meine? Es macht Und. einfach viel mehr Spaß. Das ist nicht dieses wie bei FIFA, wo man so Richtig, frustet wird irgendwie. ja, Oh, ey, ich habe richtig. jetzt wieder letzte Minuten Tor kassiert, sondern man hat einfach Richtig. diesen Spaß dabei Es ist und halt so für uns das ist halt das, Anime. was zählt, genau, Ja, für ja. uns Anime Boys ist einfach. Bats, Alter, da hau ich einen Superschuss rein und ich hau nicht nur den Ball rein, ich hau auch den Torhüter meines Gegners rein und dann guckst du den an, gegen den du spielst und denkst, ja, Mann, ich hab nicht gerade fett reingehauen, so. So Ach wie so so, ach so. Anime-Szene, da kommt so, dann geht's ab, weißt
So war es ja bei uns so. Also, als ich reingeschossen habe oder du bei mir, dann dachten wir, okay, jetzt komm ran, jetzt packe ich auch einen aus. Das war so richtig geil an der Stelle. Oder wo du dachtest, der Ball wäre jetzt safe drin und hat mein Torhüter ja, noch, keine Ahnung. Ja, und dann packt er einen Rückwärtssalto aus, der geht mit einem Arm hin und denkt, ja, die geht nicht rein, so. So richtig geil an der Stelle, wirklich. Also es hat Spaß, hat es auf jeden Fall. Ich hoffe, also für zwischendurch und so, Familie, Freunde, perfekt geeignet. Ich hoffe halt, die Umsetzung wird dann auch dementsprechend gut, dass man es tatsächlich auch gut und oft spielen kann, sag ich mal. Also da bleiben wir auf jeden Fall gespannt und verfolgen, in welche Richtung das gehen wird. Richtig. Hast du ansonsten noch etwas, was du sagen möchtest? Ja, falls die Leute an sich jetzt irgendwelches Feedback haben oder Verbesserungsvorschläge von dem Gameplay oder von dem, was wir jetzt gesprochen haben, könnt ihr das auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben, weil wir haben vielleicht die Möglichkeit, das Ganze an Bandai Namco Deutschland weiterzuleiten. Deswegen nochmal dicken Dank an Bandai, dicken Dank auch an dich, Maru, dass du am Start warst. Freunde, check mal meinen Boy. Natürlich auch. Maru, danke. Maru gerne aus, Link ist in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich auf jeden Fall einen schönen Tag und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Mach's gut, Freunde. Peace. Haut rein.